Du hast die Tochter des Zeus, nein, des Zars aller Reußen einquartiert und dann einbürgern lassen. Du hast kaufen wollen immerhin, wir können nicht mal ein Fladenbrot kaufen. Müssen wir auch nicht, wir kriegen es geschenkt, wir kriegen Essen geschenkt. Gute Gabe sogar, wenn es schlecht ist, schlecht geworden. Und das regt die Bürger natürlich wieder maßlos auf, dass wir verdorbenes Essen kriegen, ist ja klar. Gar nichts sollten wir kriegen. Du aber, Herr, du hast in dein Maß ausnahmsweise einmal nicht schöpfen dürfen. Du hast nicht schöpfen dürfen, denn du bist kein Schöpfer. Nein, deswegen nicht. Du hast nicht schöpfen dürfen, weil die Mami, die liebe Mutter, die Konzernmutter, General Motors, der General der Motoren, der Oberste vom gesamten Militär, auf der ganzen Welt mitsamt die Motoren alle, naja, fast, der hat es nicht erlaubt, o Herr. Da siehst du mal, wie es ist und wie es kommen kann. Wenn auch die Tochter jetzt Bürgerin ist, hast du gezahlt, aber nichts dafür gekriegt. Ach nein, sowas tätest du nie. Du investierst nicht in unsichere Dinge, in unsachliche Sachen, mit vollendetem Zorn investierst du nur, wo es sich lohnt. Die Tochter wird vielleicht auch irgendwas gezahlt haben, wir wissen es nicht. Wir können es nicht wissen, inmitten ihrer Steine Gefunkel wird sie schon gezahlt haben. Alle zahlen, die können, alle zahlen für alles, was sie bekommen können. Wir aber zahlen nicht und sind auch nicht Zahlungsmittel, o Herr. Du, Zahlungsmittelpunkt von vielen, zahle bitte auch für uns. Sei der Staat, führe ihn, zahle für uns, aber nein, das machst du nicht. Eine Blitzeinbürgerung zu vollziehen, das schaffst du. Aber den Opel zu kriegen, das hast du nicht geschafft. Siehst du, Herr, dafür bringen wir Opfer. Dass du den Opel nicht kriegst, absoluter Blödsinn, das wissen wir. Wir haben es schließlich mindestens 3-mal gesagt. Aber es ist trotzdem nicht gerecht. Das drängt uns Stacheln des Wahnsinns tief in die Brust. O je, das scheucht uns erneut wild durch die Lande der Welt hin. Nichts ist gerecht, Staat. Wenigstens du gerecht, hier, in uns, hättest du ein Objekt dafür, an uns hättest du was, an uns kannst du Gerechtigkeit üben. Bitte, jederzeit, wir sind bereit, vielen Dank. Vielleicht kannst du es dann irgendwann einmal und musst nicht mehr üben, aber du bist es nicht und du willst es auch nicht üben. Allgerecht bitte auch du sein, du Staat sein, ach was, gerecht genügt auch, allgerecht noch besser, denn da würde er uns allen gerecht, fromm und treu, lieber Staat, in den wir rein wollen, unser Hort, der du noch werden sollst, bitte helfen Sie uns. Nicht verrat uns Flüchtige, bitte, bitte nicht, so ja, genau wie du nicht verrietst, die Flüchtige, die Tochter mit Geld nicht verrietst, überhaupt nicht verrietst, wie viel, so wie sie dastand, die Knie gebeugt und rückwärts hebend den Nacken, sondern erkauftest, mit wie viel, sagst du nicht, dich einkaufen wolltest mit der Bank in das Autogeschäft, die Fabrik, das Oberste von allem, das Größte, das es überhaupt gibt, glaub schon, naja, fast, aber jedenfalls sehr groß. Der ferne liebe Riese GM schaut mit Wohlwollen herüber auf dich. Aber selber herkommen, das mag er nicht, im Gegensatz zu uns, die wir gern kamen und aber selber herkommen. Dann lässt er dich fallen, der Größte viel größer als du. Es gibt immer einen Größeren, siehst du, so geht es auch uns. Nur schaut man nicht wohlwollend, man schaut gar nicht. Man will uns nicht sehen, den Fraß nicht sehen, den wir kriegen, die geschenkten, durchgessenen Sofas, nein, Strohsäcke sind's denn doch auch nicht, auf denen wir ruhen, alles nicht sehen, nichts sehen, wie wir uns vorbereiten auf die Mitbestimmung in der Demokratie, wenn wir die nur einmal sehen könnten, wenigstens einmal anschauen. Verblüht Schultern und Hände, unsere Hände vom Nichtstun verdorrt, eine Demokratie ihre Hufe, die hinwegeilen über uns. Aber immerhin, das wäre fein. Dann wüssten wir, was uns bevorsteht und auf was wir uns vorbereiten sollen, o Herr, Herr der Ersatzteile. Denn das Ganze hast du ja nicht gekriegt, obwohl du dich das hast einiges kosten lassen, neben der Bürgerin, der Kuh. Nichts von der Kuh jetzt übrig an ihr.
die weiße Gestalt nur irgendwo. Keine Ahnung, o Herr, nicht verrat also uns Flüchtige, genauso wenig wie die Flüchtige, die du verrietst, die Nymphe, jetzt wieder vergnügt und eingebürgert. Es hat sich ja eingebürgert, dass schöne Frauen wir mögen, diese Nymphe auch, mit ihren aufstrebenden Füßen die Eingebürgerte zu reden sie zagt. Wir sehen sie nicht, wer weiß, wo sie ist, Bürgerin dieses Landes. Aber wir wissen nicht, wo sie derzeit auffällt und was sie sieht. Ihr Rindergebrüll nicht bis zu uns herschallt, wir aber, vor Furcht abbrechend unsere Worte, verrate uns Flüchtige nicht, die flüchtig wir nur auf der Erde sind. Für uns ist nicht viel zu blechen, wir bleiben auch nicht lang, versprochen. Obwohl wir das natürlich wollen, wir Verstoßene, bitte blechen Sie auch für uns, wie Sie für die Kuh einst blechten. Ihre Rede blech, Ihr Vermögen aber nicht. Bitte blechen Sie nicht nur fürs Blech, bitte zahlen Sie den Preis auch für uns. Das ist gar nichts für Sie gegen das Autowerk von seiner Mama, dem Konzern in den USA. Rede ich gar nicht, das wäre sogar für dich zu teuer. Den kannst du nicht kaufen, uns aber schon. So wie du Bleiberecht und Bürgschaft für die Kuh konntest kaufen in kürzester Frist. Immer versuchend, immer wieder versuchend, du Guter, nein. Es hat sofort funktioniert. Wenn man zahlt, geht alles immer sofort. So bringt man die Göttin ins Volk. Aber gegen das Tochterwerk, das Söhnewerk, egal Herr, egal, gegen das sind wir billig. Und vielleicht kriegen sie sogar Massenrabatt. Eine Masse kriegen wir schon noch hin, wenn wir mehr kommen, wenn wir noch mehr kommen. Hunderttausende kommen, die sind ja alle schon da, sind angekommen, wenn auch noch nicht hier, aber die können kommen. Die kommen vielleicht alle, das ist erwünscht, zumindest von Ihnen. Kommen Sie alle, bitte, kommen Sie her, lasset die Kindlein zu mir kommen. Hunderttausende, bitte kommen. Notfall ins Meer, dort ist ja noch Platz, jede Menge. Da gehen noch viele rein, lasset die Kleinen zu mir kommen, spricht das Meer, das selbst schon groß ist, ein offenes Entgegen, wenn auch klein entgegenkommen. Das Kommen durchmisst jetzt den Raum zum Entgegenkommen, und dort treffen sie sich, jetzt bleiben sie stehen, die Dinge als ein zusammengeklebtes, zusammengekleistertes Ding, ein einziger Menschenklotz im Wasser. Die groben Keile für ihn haben wir uns schon gekauft. Sie kommen derzeit noch, sie kommen in hellen Scharen. Nein, in dunklen, sie kommen in Maßen, nein, in Massen. Noch zähmt sie die Furcht, doch für die Zukunft können wir nicht garantieren, dass die kommen, denn hier beruht alles, hier steht's, hier geht's, beruht alles auf Teilnahme. Lebt vom Mitreden, Mitmachen, Mitgestalten, mitentscheiden und mitverantworten. Und dafür sind viele mehr als wenige, viel mehr sind viele als wenige, das ist ja wohl klar. Naja, in Amerika haben sie entschieden, dass sie das Werk nicht kriegen. O Herr, obwohl sie es wollten, ein gutes Werk, dafür haben sie bereits getan. Obwohl sie also es wollten, das Werk wollten, so gern das Antlitz betend zum Himmel streckten, ein gutes Wort einlegten, gute Worte einlegen, ließen in Einsiedegläser, wo sie jetzt kochen vor Wut, o Herr, gib Gummi, gib Opel, ich bin der richtige Herr dafür, so sprachen sie, wir verstehen sie gut, und dazu auch noch ein grundlegendes Verständnis für die Opelwelt, die haben sie ja, da brauchen sie nichts zu lernen, das Verständnis haben sie für die Opelwelt, wir jedoch, wir nur für die Opferwelt. Du, Herr, für die Opelwelt, der du den Grund legtest, so gerne einen Grundstein für ein neues Opelwerk draufgelegt hättest. Es gibt allerdings mehr als nur Profit machen können. Profit allein würde nicht reichen. Es gibt zu viele Werke, besonders Opelwerke, ganz besonders die. Sie werden jetzt geschlossen. Wir aber wollen nicht geschlossen werden. Wir wollen nicht eingeschlossen und abgeschoben werden. Wir wollen uns mit Hintergründen und Zusammenhängen auseinandersetzen, bevor man uns auseinandersetzt. Weil wir reden, weil wir schwätzen während des Unterrichts.
Wir sind nicht still, obwohl wir das sein sollten. Dies ist eine Kirche. Wir dürfen ja auf Probleme und Lösungen zumindest hinweisen. Nein, dürfen wir nicht, denn wir gehören noch nicht dazu. Und wir werden nie dazu gehören. Das sehen wir schon. Obwohl wir uns schon eine Meinung gebildet haben. Doch wer will sie hören? Und wie schaut die denn überhaupt aus? Obwohl wir unvoreingenommen sind, glauben Sie, wir wollen sie vereinnahmen und deswegen einvernehmen sie uns. Deswegen werden wir zur Einvernahme geführt, oft, ständig, meist unerwartet. Werden gefühlt wie Tiere, wie wild gescheucht durch die Gänge des Heims, das nicht unseres ist. Hier steht aber, ja, hier steht es doch, dass wir uns offen und unvoreingenommen, ach so, unvoreingenommen, nicht unvoreingenommen, äußern sollen, dass wir jemand sind, dass wir jemand sein, der eine Meinung hat und sie äußert, aufs Äußerste äußert. Wir sollen uns nicht scheuen, uns zu äußern. Das Geseufze, die Tränen, die dumpfe Wehmut, die sollen wir daheim lassen. Jetzt sollen wir uns äußern, frei und offen, denn mit einer offenen Haltung ist es besser, verstehen zu lernen. Und das bedeutet, Demokratie zu ermöglichen, bedeutet aber nicht dir, o Herr, den Opel-Kauf zu ermöglichen. Nicht einmal mit der russischen Bank, nicht einmal mit der Sperrbank, auch nicht mit der Sparbank, die unser Geld spart, das wir nicht haben, nicht aber ihres. Nicht das der Bank, da wird nicht gespart und nicht einmal, wenn wir eine russische Banknachbarin kriegen, die durch sie und mit ihrer Hilfe express eingebürgert wurde. Ja, die wunderbare Sängerin, die schöne, ja, die schon auch, die singt wirklich wunderbar, wie Samt, die verdient es wirklich, wer, wenn nicht sie, auch für die Zukunft, die verdient es für immer und bekommt es auch. Oh, könnten wir einen Augenblick dort liegen, nein, nicht auf ihr, nicht unter ihr, wo denken Sie hin, nur so weich sollte das einmal sein, für eine Stunde, worauf wir uns betten dürfen, worauf wir uns beten dürfen, bis wir vielleicht einmal ein echtes Bett kriegen. Wir warten immer nur, unser Leben ist Warten. Unzählige Opel müssen ja auch gewartet werden. Entschuldigung, aber das passt doch nicht hierher, oder? Wir warten einvernehmlich auf unsere Einvernahme, wir lassen uns von der falschen Seite vereinnahmen, sagt man uns, das sagt man uns ständig. Jetzt gerade sagen wir es selber, weil es uns gesagt wurde. Wenn wir nicht auf die falsche Seite hörten, würde unsere Strafe jetzt nämlich endigen für uns Elendige. Aber das glauben wir nicht. Wir haben so oft geschwiegen. Und was ist passiert? Nichts ist passiert. Wir haben auf die falsche Seite gehört. Aber diese Seite sehen wir nicht mehr, also können wir sie auch nicht aufschlagen. Welche, meinen Sie, ist die falsche Seite? Entschuldigung, Herr, sind vielleicht Sie die falsche Seite, die jemanden einvernehmen will? Nein, das können Sie nicht sein. Der Herr ist alles, er ist jede Seite, er ist überall, er ist über allem. Er kann jederzeit umgeblättert werden. Und auch dort wird er uns den Herrn zeigen und sich interessiert und kritisch etwas aneignen. Hier steht's, lesen Sie es auch nach. Nachdem er sich alles andere schon angeeignet hat, der Herr kann er sich Kunst und Kultur auch aneignen. Wen interessiert's? Ihn nicht. Ihn zu allerletzt. Den Herrn interessieren Kunst und Kultur nicht, auch wenn er es sagt, ist so. Dem Auge wird nur enger die Rundung, zwei Füße streben nicht mehr auf, Gebrüll erschallt nicht mehr, wenn Kunst erschallt, denn das wäre blöd. Man würde nichts und niemand mehr hören. Wenn vor Furcht abbricht das Wort, dann versuchen wir es halt noch einmal. Du, Herr, jedoch, bist offen für Neues, für Fremdes? Nein, bist du nicht. Aber wir sollen es sein. Du, Herr, jetzt kommt's, bist nicht Präsident. Aber wahrlich, wir sagen dir, frag, was du für die anderen tun kannst, nicht, was die anderen für dich tun können. Denn hier steht das. War das nicht schon? Vielleicht, aber hier steht es. Uns fehlen die Worte.
Wir brauchen sie auch nicht. Wir brauchen sie auch nicht, denn das ist beantwortet. Hat sich selbst und von selbst beantwortet. Das ist bereits ohne Einvernahme beantwortet worden, wahrheitsgemäß selbstverständlich. Du hast die russische Präsidentenprinzessin eingebürgert und die anderen sollen irgendetwas anderes dafür tun. Keine Ahnung, aber die anderen sind in Amerika und sie haben gar nichts für dich getan. Du hast die russische Präsi-Prinzessin, von deren Präsenz hier wir noch nie gehört haben, mit dem Arm umschlungen und hergetragen, hergeschafft, sie zagt noch zu reden, sie sagt gar nichts, sie wohnt hier nicht, wo sie wohnen sollte, sie hat das nur gemietet, jemand anderer hat es für sie gemietet, sie musste dafür nicht erscheinen, sie ist gar nicht da, nie gewesen und jetzt ist sie sowieso wieder weg, keiner hat sie gesehen, oder er soll sie sofort melden. Wir aber, wir könnten etwas tun. Wir würden sogar gern etwas tun, aber vielleicht wäre es das Falsche. Doch wir würden etwas tun, denn nicht hemmen könnten wir die Flucht dieser Jungfrau, die inzwischen sicher schon wieder ganz woanders ist. So, alles beginnt ja mit einem schlichten Regen. Nein, nicht dem, der Segen bringt. Der müsste man sich ja selber regen, aber das dürfen wir nicht. Wir dürfen uns nicht regen, ausgerechnet wir, die es so gern wollten, dürfen uns nicht regen. Wir dürfen keinen Segen bringen und dieser Regen, dieses Jahrhunderthochwasser damals, das war der Beweis, dass wir nichts machen konnten. Dass Regen nicht unbedingt Segen bringt, egal ob wir etwas machen oder nicht, so, wir holen weiter aus, treffen aber niemanden dabei. Katastrophenalarm. Feuerwehr, Bundesheer, Nachbarschaftshilfe. Ja, hier steht's. Alles macht sich auf die Socken, alles läuft auf Hochtouren, alles regt sich, alles bewegt sich. Um Überschwemmungen, ja, auch die von Menschen wie uns. Wir würden sie glatt überschwemmen, wenn man uns ließe. Wir würden Überschwemmungen aber auch wieder aufwischen, wenn nötig mit unseren Haaren und Gummistiefel treiben wir auch noch auf. Ehrlich, wenn das Wasser vom Äther zur Erde hinabfährt, würden wir ihm das Gas abdrehen und es aufhalten. Da haben Sie recht, alles rückt aus, um Überschwemmungen zu verhindern und noch Schlimmeres zu verhindern, uns zu verhindern, dass Menschenzüge sie überfluten, ein wahres, nein, ein unwahres Meer, ein Meer zum Meer, ein Meer ins Meer. Wo sie enden, wo sie endlich enden, und schon sind es einige weniger, die da sind. Dafür kommen immer mehr in entscheidenden Zügen, in schon auf dem Wasser verschiedenen Booten. Sie kommen, und das muss verhindert werden, das sehen wir ein. Menschen wie wir gehören eingezäumt, nein, eingezäumt, Entschuldigung, gezähmt gehören wir Wilden. Damit wir sie nicht überschwemmen. Nein, nein, das darf nicht sein. Das zeigt, wie wichtig Hilfe ist und solidarische Zusammenarbeit gegen uns in Krisen besonders. Ja, auch im Alltag. Ja, aber in Krisen besonders. Das müssen wir Menschenfluten verhindert werden. Da sind sie solidarisch mit sich selbst, das müssen sie sein. Mit wem denn sonst? In erster Linie mit sich selbst, ja. Und da helfen sie mit der Nachbarschaft zusammen. Dass wir sie nicht überrennen wie Wasser. Da sind sie solidarisch. Einsatzbereitschaft natürlich vorausgesetzt, denn die ist nun mal nicht natürlich, nicht von Natur aus, ja. Und da ist diese Bereitschaft ja schon. Bravo.